Hallihallo, ich habe heute aus dem Keller mal meine Krüger-Heckanzeige geholt. Die habe ich im Sommer von einem Busunternehmer hier ganz in der Nähe bekommen. Und es ist jetzt das Letzte, was ich aus dieser Lieferung, sage ich jetzt mal, teste. Mit den vorherigen Anzeigen habe ich leider nicht so viel Glück gehabt. Da war eine Lavo 7x84 dabei, eine kleine Seitenanzeige, nur 7x28. Da waren bei beiden die Anzeigenrechner ziemlich kaputt durch einen Akku, der ausgelaufen ist. Aber gut, jetzt habe ich mir zum Spielen einfach mal die Krüger geholt und die funktioniert auch einwandfrei. Wenn man sie einschaltet, dann macht sie erstmal einen kleinen Schwarz-Gelb-Test. Machen wir einmal Strom. Ja, was kann die Anzeige? Sie kann dreistellige Liniennummern anzeigen und hat ein paar Sonderzeichen dabei. Und die zeige ich euch jetzt einfach mal, angefangen bei Sonderzeichen 1. Das ist ein A, immer in Verbindung mit der Liniennummer möglich. Dann das Schulbuszeichen. Park and Ride. Was haben wir noch? Schulbus Invers. Ein S-Bahn-Logo. Einmal U-Bahn dazu. Ein Fußball. Flugzeug, das finde ich ganz nett, ein Fährschiff anscheinend. Und dann kommen nur noch ein paar Buchstaben, die immer mit einer Liniennummer kombinierbar sind. Und mehr kann sie, glaube ich, auch nicht. Es gibt noch, ja, C. D. Dann war, glaube ich, Schluss. Nein, F gibt es auch noch. Und dann war es das leider mit den Sonderzeichen. Ja, die Anzeige kommt ursprünglich aus Apolda. Kommt von einem Busunternehmen aus der Nähe von Kitzingen, war dort anscheinend auch im Einsatz lange Zeit und hat aber zum Glück einwandfrei funktioniert. Und ja, soweit zu meiner kleinen Krüger-Heckanzeige. Vielleicht noch Sonderzeichen 99, das habe ich vorhin auch noch probiert. Da macht sie dann einfach das Geldbild. Ich finde bei der Anzeige besonders schön der Klang einfach, wenn die einzelnen Dots sich bewegen. Das sind ja, wie man sieht, so geteilte Dots. Ich kann vielleicht mal ein bisschen näher rangehen und einfach mal nochmal Sonderzeichen 99 machen. Dann sieht man das besser. Ja, das war es eigentlich auch schon. Soweit zu meiner Krüger-Heckanzeige. Bis bald!